Der Märgel im Hintergrund, das Wahrzeichen von Krebs, der steht still wie immer. Still steht im Moment auch Krebs an Kirchenuhr. Zum Mittag um 12 Uhr, Mitternacht um 12 Uhr, sie steht still. Ja, warum auch? Das Uhrwerk ist abgestellt. Der Rütsch ist schuld. Der macht im Moment Musik. Oder respektive, wenn man wartet, bis die Musik wieder kommt. Dank dem Rütsch, dann etwa in 2 Monaten. Glocken, die bleiben oben. Aber dann hat man Klöppel rausgenommen. Das sind die langen Eisenteile, die gegen die Glocken zuschlagen. Um was es hier geht, das erzählt uns der Frank Hofer. Also die hier werden entsorgt. Entweder ein Künstler will sie. Die, die drinnen sind, die kleineren, nehmen vielleicht jemanden von der Kirchengemeinde heim, für den Garten oder auch hier den Schmied hier. Kann etwas daraus machen und dann gibt es einen neuen Klöppel. Ah. Und warum braucht es einen neuen Klöppel? Das ist wegen dem Ding. Sie haben etwas gesagt, wegen dem Schall. Ah. Wo sie dämpfen wollen, von etwa 6 Dezibel. Und das bringt mit den neuen Klöppen her, weil die sind übertragen, die neuen. Also weiches Metall. Das sind geschmiedete. Und die sind einfach härter da gewesen, vom Klang her nachher auch. Und es ist auch glockenschonender, wenn wir die neuen nie machen, die übertragen. Das ist dann noch eine Wissenschaft für sich. Das ist eine Wissenschaft für sich. Ja, das geht noch. Aber geht noch. Die Wissenschaft, die auszurechnen, wie gross das sein müssen und wie schwer. Ja, und genau. Wie der Bauen muss sein, wie der Vorschwung muss sein, der ist unten dran, dort, wo man vorher das Gewicht gesehen hat. Da hätte man alles können probieren oder irgendwie einfach technisch erprobt. Da muss man eigentlich ausrechnen. Ja. Und das könnte man nach einer Glockengeometrie alles, und man kann das berechnen. Die Glocken hängen nach oben und dort, die Glocken hängen eigentlich am Joch. Jawohl. Das Joch, das schwingt ja dann und die Glocke schwingt mit dem Joch. Genau. Und dort, die Leuträder sind auch am Joch gewesen. Und dann die Kette vom Motor her angetrieben wird. Und die Joch, die kommen jetzt auch runter. Und dann gibt es neue Joch. Und alles zusammen gibt ein neues Glüht? Ein neues Glüht, nein, die Glocken bleiben. Jawohl. Aber es ist einfach eben durch das, dass es dann dämpft. Vom Schall her haben wir die abgeköpfte Joche, die andere Klöppel geben, weil das sind Flugklöppel und wir haben den V-Klöppel. Aber das geht schon fast ein ins Technische rein. Ja. Da müssen wir mal anschauen, weil so einfach so zu erklären. Aber es tönt anders, das Glüht, weißt du, was nein, meine? Nein, es tönt genau gleich. Der Ton ist von der Glocke her gegeben. Ah, so. Ja, weil die, das ändert sich nichts daran. Ja. Einfach. Aber vom Klöppel her ist es einfach anders. Es wird anders geläutet. Es wird weicher geläutet. Durch das bringt man den Schall oben runter. Das ist der Bauen. Jawohl. Es geht aus wie ein Bauen. Jawohl. Und da schlägt man eigentlich an die Glocken her. Da nutzt es mit der Zeit auch ab, oder? Ja, richtig. Und das sieht man an den Glocken an. Und das ist der Vorschwung hier. Da geht eigentlich der Schwung nachher nicht die Glocken hier vom Glüht. Und jetzt beim Neuen gibt es den eigentlich nicht mehr. Es ist nur noch der Bauen. Jawohl. Und dann ist nachher so, dass nachher die Glocken eigentlich schwingt. Und jetzt hat der Klöppel angeschlagen, wenn die Glocke nur geht, hat er oben angeschlagen. Und beim Neuen ist es so, wenn die Glocke schwingt, schlägt jetzt der Klöppel hier unten an. Also die Glocke schlägt gegen den Klöppel. Dann. Ach so, ja. Darum ist das ein V-Klöppel, der dann auf die Glocke geht. Und wenn es hier oben anschlägt, ist es ein Flugklöppel, der hochfliegt an die Glocke her. Und jetzt ist er ein Wechsel vom Flugklöppel zum V-Klöppel, ja. Genau, weil es eine abgeköpfte Joch noch gibt. Genau. Wo man dann etwas anders vom Einstellen her noch läutet. Ja, jetzt ruft er, he? Achtung, ja! Hoi, hat er gerufen. Der Silvan Dominioni. Er ist hier aufgegangen und übergibt mir das Zeug oben ab. Und dann wird sie drauf und abgezogen. Und warum hat er euch gerufen? Ja, weil unten eben der Frank hat müssen schauen mit der Schnur, damit das Material nicht im Kirchturm herkommt. Dann war er oben, der Silvan Dominioni. Also, das ist noch eine Jonglieraktion. Und um Sicherheit geht es natürlich. Das sind alles Sicherheitsbestimmungen, die du einhalten musst? Ja, eindeutig. Und was hast du noch gemacht mit der Antenne abschalten vorher? Was ist das gewesen? Wir müssen den Salt anrufen, damit sie die Anlage hier abstellen. Damit wir hier oben arbeiten können, den ganzen Tag. Und sonst so jetzt auf den Metallbändern umeinander turnen, ist das nicht gefährlich? Ja. Nein, ist nicht gefährlich. Wenn man sich, an die Regeln halten und sich immer schön anbindet. Klöppel haben wir schon rausgenommen? Klöppel haben wir schon rausgenommen. Und die sind etwa über 100 Kilo schwer? Ja, der Klöppel von der Glocke 1 ist, glaube ich, ich weiß nicht genau auswendig schwer, aber ich denke, er ist so um die 100 Kilo, ja. Und wie habt ihr denn das rausgenommen? Das ist Berufsgeheimnis. Hahaha.
Je nachdem, wie man steht, kennt man fast einen Unterschied. He? Ja, das ist es so. Und was musst du da machen? Züchen, oder? Ja, es ist einfach, wenn du jetzt hier etwas oben runterlässt. Ja. Dass du nicht am Gebäude noch runterschleifst, sonst gibt es Streifen dran. Ah, da musst du rausziehen. Ja, und unten einfach wieder abhängen und anhängen im Moment. Und immer bereit sein, he? Ja, mehr oder weniger. Ruft er schon, wenn er nachher ist. Und die Halbrunde, was ist das genau? Das sind die Leuträder. Ah. Da geht eine Kette drüber auf den Motor und dann setzt eine Glocke in Bewegung. Setzen. Über das Leutrad rein. Warum sind das die nicht rund? Die sind schon rund. Aber? Aber du hast ja vorhin nur das Halb gesehen, weil die kommen als Joch her. Ah, so. Und darum müssen die halb sein, dann wird es nachher zusammengeschraubt. Aha. Auf dem Joch. Sonst bringst du es gar nicht drauf. Sonst musst du das Joch immer löpfen und ausfahren. Darum sind die halbiert. Thank you.
Ist ein guter Starter, gell? Ja. Wäre schwierig zum Heben, hä? Den mag ich nicht lüpfen. Steht da noch etwas. Da steht, glaube ich, noch etwas. Ach, siehst du noch das Gewicht? Hoi! Wie viel ist? 109 Kilo. Von Glocke 2, das ist Motor von der Glocke 1. Die werden auch ausgewechselt? Ja, das gibt auch neue. Die also, sind sicher schon 60, 70 Jahre alt. Das heisst, bleiben dann eigentlich nur Glocken? Nur Glocken, ja. Und der Glockenstuhl dort, wo genau. Jacke und Glocken dran sind. Sonst gibt es eigentlich alles neu. Und das hier ist Steuerung, das andere? Das ist der Steuerschalter hier, ja. Die sind eigentlich der. Hier kann man darauf einstellen, wie hoch das Glocken läutet. Genau. Wie das zugeht. Und dann müssen wir Stückchen für Stückchen hier abnehmen und aufseilen. Und das Alte entsorgen und das Neue da unten und dann montieren. Ja. Wieder anschliessen alles und dann einstellen. Ja. Ja. Jetzt sind wir die Woche noch hier und dann in zwei Monaten nicht mehr. Bis alles vorbereitet ist, die Joche ausgemacht ist, und dann kommen wir wieder. Dann wohnt es etwa zwei Wochen. Und dann läuft es wieder. Das heisst, jetzt im Juni können wir wieder das Glied hören? Da kann ich noch nicht sagen. Ja. Da kommt darauf an, dass unsere Projektleiter einplanen. Das sind die Leder. Da haben wir die Klöpfe dran? Ja. Das ist. Jetzt ein Kehreis in der Glocke drin, also oben dran. Geht hier eine Achse durch. Das hängt über die Achse. Und hier drin hängt noch der Klöppel mit den Löchern, die dort im Klöppel sind. Ist noch dran reingehängt. Da gibt es ja auch eine riesige Kraft, wenn das mal hin und her geht. Ja, vielleicht. Also, man hat auch schon gesehen auf Videos, wie der Klöppel zum Turm ausgeflogen ist. Ja, genau. Aber nicht von uns. Nein. Das ist ein bisschen anders als das letzte Mal, als du da warst. Start! Gäusserei! Hier! Glocke! Da ist das Joch. Hier sind Kugellager drauf, in den Kugellagergehäuse. Und die Glocke ist hier in der Mitte aufgehängt.